Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Vier Sachen habe ich heute für euch, vorher aber eine kleine Information. Viele von euch, die regelmäßig im Livestream vorbeischauen, wissen es schon. Ich bin frisch gebackener Papa, was das natürlich für die Zukunft bedeutet. Es könnte sein, dass es ein paar weniger Videos gibt, auch wenn es jetzt schon relativ wenig ist, weil es gerade mal wieder nicht so viel zu berichten gibt, was in Sachen Apex Legends unterwegs ist. Auch Livestreams könnten ein bisschen weniger werden. All das aber erst in einigen Wochen. Noch habe ich ein bisschen Ruhe. Warum? Weswegen? Spielt für hier und jetzt erstmal kein Leierkasten. Einfach nur zur Information, falls es neuen Stuff gibt, den ihr schon gehört habt und ich bin einfach nicht hinterher, dann wird das seine Gründe haben. Dann versuche ich das natürlich zeitnah noch rauszuhauen. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Es geht um eine neue Passive für Pathfinder. Es geht um Cheater und es geht um das Problem im Arena-Modus, dass da ständig die Leute quitten. Und ich gehe davon aus, dass viele von euch das auch betrifft. Das wird gemeldet. Und wir können eventuell davon ausgehen, dass es da demnächst auch Bestrafungen geben wird, so wie es im Ranked-Modus für Quitter Strafen gibt. Und das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr begrüßen, weil das ein extremes Problem im Ranked-Modus ist. Wir fangen, sorry, immer noch husten, mit dem neuen Passiv-Icon für Pathfinder an. Das soll offiziell tatsächlich sein. Natürlich nicht offiziell von Respawn bestätigt, aber wie das eben immer mit Leakern und so weiter ist, soll das das offizielle neue Passive sein für Pathfinder. Ich habe schon vor ewigen Wochen mal drüber berichtet. Jetzt, wo es andere aufklärende Legenden gibt, Bloodhound, Crypto, Valkyrie ist jetzt noch dazu gekommen, die den Mast scannen, so wie es Pathfinder vorher nur alleine konnte, hat es nur Sinn gemacht, dass der eine zusätzliche neue Passive irgendwann kriegen sollte. Und es ist tatsächlich so, dass er wohl jetzt ohne jegliche Scopes für eine Sniper oder so, soll er tatsächlich mit seinem Auge über die Map zoomen können und so vielleicht Gegner zu spotten. Wie stark der Zoom sein wird, keine Ahnung, steht noch in den Sternen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das so bis 8- oder 10-fach wie bei den legendären Sniper-Visier zum Beispiel, könnte ich mir das vorstellen, dass das so aussieht. Und so soll auf jeden Fall das offizielle Logo, habe ich bei Walter Guttem entdeckt, aussehen für so eine neue Passive. Ich habe aber auf Twitter noch eine geile Idee gefunden, die ich eigentlich viel geiler als Passive für Pathfinder finde. Und da bin ich auch auf eure Meinung mal gespannt. Egal, ob das offizielle oder hier das inoffizielle, ich blende es mal ein. Das mittlere I've Got You Friend wäre eine richtig geile Idee. Du könntest zum Beispiel mit deinem Grappling Hook Deathboxen ranziehen vom Teammate, um so den Banner rauszuziehen oder eben gedownte Teammates an dich ranzuziehen, um die hochzuheben von der Ferne oder um sogar Ziplines, die du vielleicht selber gestellt hast, zu zerstören. Das würde ich viel geiler finden. Den Zoom selber, dass du jetzt über die Map spotten kannst, finde ich jetzt selber aktuell überhaupt nicht so spannend. Warum auch nicht? Und es wird heute gelesen von apexrank.com selber rausgehauen auf Twitter. Es wird demnächst, also es soll sehr, 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 sehr bald schon kommen, vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Wochen, ein System, wo wir Cheater, vermutliche Cheater, melden können. Natürlich könnte man das jetzt wie in Destiny damals, wenn dir einer auf den Sack ging, da gab es Leute, die haben ständig nur, weil sie einfach einem Penetrant auf den Sack gegangen sind, konntest du die permanent als Cheater melden. Das bringt natürlich nichts, nur weil wir vielleicht einen Gegner nicht leiden könnt oder so. Das wird natürlich, wenn du jemanden als Cheater meldest, wird das kontrolliert über einen längeren Zeitraum, ob da tatsächlich was dran ist. Also die Hoffnung, dass du nur jemanden, den du nicht leiden kannst, als Cheater meldest, der dann gebannt wird. So soll es auf jeden Fall nicht funktionieren. Ich habe auf diesen Tweet reagiert und habe einfach mal gefragt, wie sieht es mit Strike-Packern aus? Ist da auch was dran? Kann man da auch was machen? Würde ich persönlich absolut geil finden, wenn das möglich ist. Ich weiß, da ist nicht jeder meiner Meinung, aber ja, mein Gott, so ist es nun mal. Ich gehe aber eher davon aus, dass das gerade den Cheatern auf dem PC richtig an den Kragen gehen wird. Und das finde ich eine geile Sache, weil ich habe es von vielen schon gehört, PC-Cheater extrem heftig. Auf den Konsolen, keine Ahnung, gibt es auf den Konsolen sonst Cheats, außer dieses Strike-Pack-System. Ich habe keine Ahnung, gerne auch mal in die Kommentare, da könnt ihr mich gerne auf dem Laufenden halten. Und zu guter Letzt, ebenfalls auf Twitter,
mehren sich eben die Geschichten, was ich vorhin erzählt habe, dass im Ranked-Modus ganz, ganz viele extrem heftig Rage-Critten, teilweise schon in der ersten Runde. Du kriegst einmal, ich habe es gestern im Livestream wieder gehabt, du gewinnst die erste Runde Haus hoch, nennt man das Haus hoch, ja. Und schon quitten die ersten. Da frage ich mich, warum spielen die Apex Legends? Spielen die Ranked, weil die davon ausgehen, ich gewinne? Also ist Verlieren niemals drin, also quitt ich. Macht ja Sinn. Absolut logisch. Also ich würde diese Funktion absolut feiern, dass es Quittern an den Kragen geht und die von mir aus auch ein Timeout von 10 Minuten bekommen. Voraussetzung sollte natürlich sein, dass das so funktioniert, dass dieser Timeout gerechtfertigt ist. Es gibt nämlich aktuell wieder massive Probleme im Ranked. Du fliegst aus der Runde, hatte ich letztens erst Ranked gezockt. Mein Teammate Schweini fliegt raus und kriegt eine Penalty-Strafe. Irgendwie ganz, ganz mysteriös. Also wenn das alles nicht so richtig funktioniert und auch die... Gerne in die Kommentare, habt ihr in letzter Zeit mal was wieder von der Funktion, wie nennt sich die Funktion, wenn man rausfliegt und dann wieder Reconnection, die Reconnection-Funktion. Seit Monaten funktioniert das nicht mehr. Ich kann mich nicht entsinnen, in den letzten Monaten irgendwas darüber gelesen zu haben, dass es da Probleme gibt. Aber irgendwie funktioniert es auch nicht. Keiner beschwert sich vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich lange nichts darüber gelesen. Knallt mal bitte die Kommentare mir zuliebe und euch zuliebe auch voll, dass da vielleicht mal, muss man sich mal schlau machen, was da ist. Das finde ich ein mega, mega Problem. So, lang genug gelabert. Dem Video einen Daumen da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Bleibt gesund, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.